Yo, Freunde, was geht ab und welcome back. Wir sind back on track mit ja, der Auflösung des Gewinnspiels, die ich glaube fast schon eine Woche her. Und jo, haben 10 Leute teilgenommen. Wir sehen hier rechts Daniel Guardiol, Sepp Lewandowski, Naruto Bellingham, Mbappé Nkunku, Nils Mbappé, Mauler Haaland, Paulus Messi, Steini Stach und Brownie mit Foden. Ich wünsche an allen Teilnehmenden viel Glück, denn jetzt bin ich das Rad. Ich glaube, das Prinzip sollte bekannt sein. Warte. Pick a wheel, help you to make a random decision. Sollte allen bekannt sein. Ich will gar nicht lang schnacken, euch nicht auf die Folter spannen oder wie man auch sagt. Wir gehen rein ins Ganze. Let's freaking go. So, erster Spin, erste Karte geht an. Trifft schon lange, ne? Oh, war das knapp, Digga. Oh mein Gott, aber Mauler gewinnt den Haaland. Junge, war das knapp, hä? Ich könnte hören, der war auf Paulus. So. Und da keiner die gleiche Karte wollte, dubioserweise, gibt es noch einen zweiten Sieger. Also, ja, damit jo, einer happy rausgeht als ach, was laber ich, egal. Let's fucking go. Let's spin the rat. Danke fürs Teilnehmen. Ihr zwei habt gewonnen. Ich werde euch sehen die Woche. Gebt euch die Karten mit. Alles Gucci. Und an alle anderen, die nicht gewonnen haben, schade war's. Alles vorbei. Aber es wird nicht das letzte Gewinnspiel bleiben. Deswegen, stay tuned. Und diejenigen, die bis jetzt dran geblieben sind, ja, wir können auch eine Runde Futsal zocken. Hier sieht man es kurz erklärt. Du rätst einen Spieler und dann siehst du hier, okay, das Liga stimmt, das stimmt nicht. Wie gesagt, er wird sich schon selbst erklären vom Prinzip, glaube ich. Fangen wir an mit Rafael Guerrero. Und Adelino Rossi Guerrero. Sehen wir zum Beispiel, okay, stimmt gar nichts überein. Das heißt, er ist kein Defender, nicht zwischen 15 und 29. PT, also kein Portugiese. Dann gehen wir weiter und sagen Elanga. Wir müssen einfach random irgendwas finden. Und sehen, er ist Attacker, aber ist auch nicht in dem Alter. Ist auch nicht in der Premier League. Gut, das ist tough. Dann gehen wir vielleicht mit. Und auch kein Schwede. Also gehen wir mit Benzema. Und sehen. Er ist. Junge. Er ist auch nicht in der La Liga. Also 20 bis 24 wahrscheinlich. Ach, wer könnte das denn sein? Ist ein Striker. Aber kein Franzose. Boah. Wie alt ist ein Vlahovic? Ja, okay, hat gestimmt. Aber ist kein Republik Serbia heißt das, glaube ich. Gut, man spielt bei Juve. Ah, okay, wer könnte das denn sein? Junge, wer ist das? Wer spielt bei Juve? Ah, das ist gut. Never mind. Muss redigierter sein, ne? Ja, yes, sir. Ja, eine entspannte Runde Futel. Wenn ihr Bock habt, können wir das in Daily-Format machen, wie auch immer. Ja, das war's von meiner Seite aus. Stay tuned, haut rein und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.